Und damit recht herzlich willkommen zurück zu State of Decay, Leute. So, eine Woche ist vergangen und das war auch wirklich gut so, dass ich schon im Voraus für euch aufnehmen konnte, weil die letzte Woche, wenn ich mich noch ein bisschen verrotzt anhören sollte, bitte ich das zu entschuldigen, weil mir ging es wirklich nicht gut. Das Schlimmste habe ich Gott sei Dank überstanden und ja, es wird mal wieder Zeit für einen Aufnahmemarathon, Leute. So. Ich habe mir überlegt, wir haben in uns, wenn wir mal gucken, hier bei uns in unserer Base, wir haben Strom, es wird Zeit für Wasser, wir haben den Einfluss, den haben wir sogar noch, wir haben aktuell, wir haben zwei Betten über, das heißt, wir könnten noch zwei neue Mitglieder aufnehmen, wir können hier auch noch aufwerten und ich denke, das werde ich auch in Angriff nehmen, bau das mal bitte raus. So, gleich dürfte sich die Anzahl verringern. Genau. Und stattdessen bauen wir diesen Signalverstärker, den bauen wir ein. Und wenn das jetzt hier fertig ist, haben wir zwei neue Außenposten-Slots. So, ich würde mich gerne um Wasser kümmern. Habt mir da auch schon was rausgeguckt? Nee, das nicht. Wo war's? Wo war's? Wo war's? Wo war's? Einen Moment. Hier. Hier ist eine Wasserpumpstation. Für 1000 Einfluss. Da kannst du eigentlich nicht meckern. Und hier macht sich gerade, hier macht sich gerade die nächste Horde auf den Weg. Und möchte ein neues Haus, eine neue Lagerhalle infiltrieren, wie auch immer. Und ich würde sagen, wir kümmern uns darum, bevor das hier wirklich Ausmaß nimmt, dass wir hier ein paar Infektionsherde platt machen in der Folge. Geh mal bitte zu deinem Lager. We've been chalking up the winds lately. So. Nice. Mollys. Nimm die mal bitte. So, dann könnten wir an der Stelle, wir könnten auch wieder welche herstellen. Die Werkstatt, die können wir tatsächlich auch aufrüsten. Machen wir auch gleich, Leute. So, stell das bitte her. Hier auch nochmal. Und dann lass uns mal ein paar Infektionsherde hier clearen. Wir haben hier auch ein Glas mit Zombie-Köder. Das wird nachher später in der Todeszone wird das nachher interessant werden. Passt mal auf, ich nehme mir mal zwei davon mit. Wenn wir diese Flasche mit Duftblocker nehmen, gut, dann infizieren wir uns. Ja, das schon. Aber wir sind für die Zombies quasi unsichtbar. Und können da in Ruhe die Infektionsherde da platt machen. Und die Quests, die fliegen uns hier rein. Ich wollte noch Mollys mitnehmen. Gut, denk mal, das dürfte reichen. Dann würde ich sagen, dann gehen wir es mal an. Für die Geschichte, ich denke mal, da reicht dieser Wagen hier, der reicht aus. Ist hier noch Benzin drin? Nein, natürlich nicht. Hau mal rein. Tanken wir die Karre mal voll. So. Und dann kümmern wir uns drum. Der Nachteil ist jetzt sehr gut, wir müssen hier einmal die Straße komplett hochfahren. Wir könnten hier, ich sage, hier gibt es so viel noch zu entdecken. Hier steht auch eine Karre, Leute. Die könnten wir uns bei Gelegenheit auch mal ready machen. Naja. So, ich gehe schon mal auf den Duftblock. Weil das ist hier alles in der Nähe. Ich denke mal, das wird ein ziemlich, ziemlich zügiges Unterfangen. Da müssen wir wirklich mal zusehen, dass wir soweit alles, ja, wieder vernünftig aufgewertet bekommen. Bisschen Micromanagement betreiben. Sachen zerlegen,
dass wir von allem, was wir bis jetzt haben, mal so einen gewissen Überblick haben. Theoretisch gesehen, es vom Gefühl her, es reicht noch nicht ganz. Es reicht noch nicht ganz. Dafür, dass wir in die Todeszone gehen wollen. Aber wir tun unser Bestes. Materialien für alle. Daher, hier kommt eine Quest nach der nächsten rein. So. Almost down. Hier ist der erste Infektionsherd. Ja, der interessiert sich jetzt für das Dings hier, für das Auto. Wir sind uninteressant. So, wo ist der Infektionsherd? Hier. Natürlich sind wir jetzt hart infiziert. Ich glaube, weiter ausreizen will ich das tatsächlich nicht. Some of the Zeds are infected. Deswegen müssen wir ein bisschen zügig machen. Wir können hier wirklich jetzt ruhigen Gewissens lang spazieren. Da sind die alle. Und Leute, so dicht werden wir normalerweise nie reinkommen. Einfach nur geil. Die Zombies, die, ja, ob wir nun da sind oder nicht. Ab geht's, rein hier. Ich würde meinen, die sind draußen, hier vorne, ja, ja. Wieder einer weniger. Hier auch, zack. Einer noch. Frage ist jetzt, wo ist der da drinne? Irgendwo hier drin. Hier nicht. Komm, Leute, ey, wir haben es eilig. Wo ist der letzte Zombie, den immer zu finden? Ja, scheiße, ja. Schwupp, sind wieder fünf. Gut, das war jetzt eben dumm. Can't do it. Gut, dann bleibt's bei dem einen. Warum greift der... Alter, warum greift der uns jetzt an, ey? Ja. Du musst doch gleich nach Hause wahrscheinlich. Wo ist der letzte? Wo ist der letzte jetzt? Ist der da jetzt im Gebäude? Wir müssen. Oh, scheiße, Alter, Leute, wir müssen zusehen. Ich habe auch kein Seuchenheilmittel mit. Ist ja gut vorbereitet hier reingegangen. Wieder par excellence. Alter, wo ist der letzte Zombie hin? Gehört da nicht zu, ne? Nee. Die Seuchenprobe, die nimm mal bitte mit. Ich finde den letzten Zombie nicht. Nee, du brauchst jetzt nicht Rest. Du brauchst Zombie. Das brauchst du. Hier faucht doch irgendwas. Ich finde den letzten Zombie nicht. Wo ist der?
Muss ich das jetzt verstehen? Das gibt's nicht. So. Der hat sich richtig blöde versteckt. Ist manchmal so. Gut, das heißt für uns, haben wir hier, nee, einen Außenposten haben wir hier auch nicht in der Nähe. Schade, wie sieht's eigentlich? Die Signalstation, die ist installiert. Das heißt, wir können jetzt hier runterfahren. Können uns diese Pumpstation, die können wir uns unter den Nagel reißen. Und dann kriegen wir das hier auch geschissen mit einem Seuchenheilmittel. Geh mal bitte zum Auto zurück. Wahnsinn, ey. Ha, jetzt müssen wir echt vorsichtig sein. Dass wir jetzt hier schnell wegkommen. So, rein hier. So, wir sind dann mal weg. Wenn wir jetzt in einen aufgeblähten reinfahren, dann war's das. Ja, das schaffen wir aber noch locker. Also wir gehen jetzt hier nicht drauf. Natürlich haben wir jetzt die Zeit im Nacken. Das schon, aber... Ha, was kostet die Welt? So nach dem Motto. So, komm mal bitte hier rein. Nee. Boah. Machst die Tür auf und kriegst erstmal diese Begrüßung. Bist du denn des Wahnsinns? So, mach zu. Ja. Ach Quatsch. Ja, sagte ich. So. Okay. So. Dann stellen wir mal fix noch ein Seuchenheilmittel her. Noch eins. So, dann nimm mal bitte Schließfach. Ich brauche irgendwer Schmerzmittel. Naja, ich sehe schon. Aber jetzt müssen wir uns erstmal selber verarzten. Nimm mal bitte eins raus. So, und dann drückt ihr das. Und dann hätten wir das auch an der Stelle. So. Dann würde ich tatsächlich... Leg das mal alles wieder rein. Dann tauschen wir dich aus. Ja, der ist definitiv... Der ist hinüber. Welche Quest steht denn jetzt an? Illegale Waffen, Ariella, Materialien für alle und Überlebender in Not. Ich würde tatsächlich... Oh, ja, ja, das meine ich nämlich. Hier in der Nähe ist auch ein... Nee, wir müssen uns hier rumkümmern. Das ist wirklich so. Alles andere hat jetzt erstmal hängt, ist erstmal hinten dran. Ne? Wir müssen uns hier drum kümmern. Hilft nichts. Das nimmt Ausmaße an, Leute. Ist hier auch gleich in der Nähe. Das heißt, wir wechseln unseren Charakter. Mach du mal bitte weiter. Mhm. Looten erstmal alles hier raus. Hier hinten noch. Mhm. Thank you, Santa. Materialien. Könnten wir... Ja, wir könnten so viele machen, aber ich möchte... Die beiden jetzt hier noch, die würde ich gerne noch ausknipsen wollen. Und dann können wir die Materialien, die können wir dann abgeben. Baumaterialien haben wir schließlich genug. Das passt schon an der Stelle. Du hast schon solche Heilmittel mit. Das geht auch. Munition hast du bei. Dann nimm mal bitte. Nimm mal bitte Mollys mit. Ich denke mal, das reicht. 8 Stück. So, dann kümmern wir uns. Genau, kümmern wir uns hier noch drum. Da können wir auch zu Fuß hin.
Wenn du eine Woche lang nicht zockst, stehst du manchmal da und denkst dir so, okay. that bloater looks nasty. Willst am liebsten alles machen hier. Da ist auch noch eine Karre. Du willst am liebsten hier alles machen im Game. Oh, jetzt haben wir keinen Duftblocker. Aber ich denke mal, das kriegen wir auch so hin. Naja. Drei, Das sind die Screamer. So, gleich mal eine Überraschung da rein pfeffern. Fire in the hole! Also. Aber die Screamer, die haben wir noch platt machen können. Viere. Zwei. Einer. Bleibt mal wieder der letzte übrig. Gucken, wo er ist. Ach, da guck mal, der kommt uns freundlicherweise auch gleich entgegengelaufen. Nice. Das haben wir auch. Das heißt, wir sehen zu, gehen wieder zurück zum Auto. Machen den jetzt hier noch platt. Hätten dann auf jeden Fall erstmal fürs Erste auch wieder Ruhe. So, steig ein. Naja, hier. If I take out the nearest plague heart, this should clear up. Konnte ich mir jetzt nicht verklemmen. Den musste ich überfahren. Ich sag ja, einmal rote Klaue, immer rote Klaue. Guck mal, wie wir hier durch. Wie wir hier durchgehen. Das geht ziemlich zügig. Richtig nice. So, hier ist der Infektionsherd. Die sind alle hinten. Ne, die sind nicht alle hinten, die sind hier vorne. Zack, rein da. Denk nicht mal dran. Ja, kommst du bitte mal raus? Bitte, danke. Einer noch. Und der tingelt mit Sicherheit draußen irgendwo rum. Hier zum Beispiel. Das haben wir auch geklärt. Da kommt auch eine Horde. Schon mal hier sind, Leute, dann lasst uns mal plündern. Naja. So, würde ich die Materialien gerne abgeben wollen. Kann den ganzen Loot hier nicht einfach so liegen lassen. Sonst heißt es wieder, er lässt wieder alles liegen. Mhm. Das ist die gigantische Horde. Da sind nur noch drei Zombies. Mhm. Naja, whatever. So. Können wir auch handeln mit denen? Hier ist nichts mehr. Ach, hier vorne, ja, ja. Da ist die Horde. Die Horde ist gemeint. Ja, 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 ja. Zerplatzen wie die Fliegen.
Okay, Materialien für alle. Sogar noch eine Seuchenprobe bei rumgekommen. Ab zum Auto, dann geben wir denen die Materialien. Gucken, ob wir mit denen noch handeln können. Hier war. Ja. Ja, hier großartig mit Abkürzen, das können wir echt vergessen. Da müssen wir halt durch, wir haben uns das schließlich so ausgesucht. Deswegen freue ich mich auch schon darauf, wenn wir auf Tödlich spielen, dass ich denn endlich wieder nach Mega Valley kann. Und Leute, ihr seid recht herzlich eingeladen, wenn ihr mit mir hier in der Todeszone dann zocken wollt, dann können wir das gerne machen. Ich habe auch schon, wie gesagt, Axel ist definitiv am Start. Also das lässt sich ja schon gar nicht mehr vermeiden. Dein Ex-Freund ist mit Sicherheit auch dabei. Ich fahr jetzt, warte mal, das ist ein Juggernaut. Würde gerne Bogen fahren wollen. Dass wir von hier hinten rankommen. Den fix die Materialien geben. Kommen wir hier durch die Hintertür. So, wer will denn was von euch? Von uns, meine ich. Okay, bitte. 140 Einfluss ist nicht die Welt, ich weiß. Was seid ihr denn? Oh, ein Mechanik. Na, Mechaniker haben wir schon. So, you ready to start dealing? Cool, sounds good. Ihr habt Lebensmittel und Benzin, habt ihr noch. Ein Standofen. Ich würde dir gerne das Zeug hier verticken wollen. Alles andere brauchen wir selber. Wie viel Einfluss haben wir? 2431 Einfluss. Gib mir mal die Lebensmittel. Die würde ich dir gerne noch abnehmen wollen. Okay. Und Leute, bei mir hier im Haus, da wird wieder fleißig rumgewerkelt. Es ist ätzend. Ich hoffe, man hört das nicht auf den Aufnahmen. Solange hier nicht gebohrt oder sonst was wird, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist jetzt schon Woche. Oh, das ist jetzt schon Woche 6. Und es reißt einfach nicht ab. Es ist elendig. So, hier haben wir auch noch so viel Zeug, was wir plündern können. Und ich würde fast meinen, wir machen in der nächsten Folge, wir nutzen die Helligkeit des Tages aus. Und dann werden wir uns wieder aufs Plündern konzentrieren. Wir konnten jetzt in der Folge zwei Infektionsherde platt machen. Konnten eine Quest abschließen. Konnten das ein oder andere auch schon plündern. Also eigentlich im Großen und Ganzen. Sicherlich kann man das ein oder andere besser machen. Ich weiß, hinter mir ist Laufkundschaft. Nee, du sollst nicht. Komm mal bitte aus dem Wagen raus, danke. Naja. Lager das ein. Das auch. Ja, Überlebender in Not. Ja, dann ist es eben so. Wir können hier wirklich nicht für alles und jeden Samariter spielen. Geht einfach nicht. Ich glaube, ich nehme den Lager, diesen Van hierfür für Plündern. Wie sieht's aus? Ja, komm, passt. Stimmt. Gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt sauber und vor allem, Leute, bleibt am Leben. Wir sehen uns. Ciao, ciao.